Liebes virtuelles Publikum, herzlich willkommen bei Stufo Porträts, der digitalen Reihe der begabten und studienvorbereitenden Klasse der Stuttgarter Musikschule. Wir streamen heute live aus dem Karl-Adler-Saal und es erwarten Sie drei spannende Musikprogramme, die die jungen Musikerinnen und Musiker besonders für Sie ausgewählt haben. Außerdem haben Sie drei Videoporträts gedreht in Eigenregie, mit denen werden Sie sich auch auf ganz eigene Weise bei Ihnen vorstellen. Wichtig zu erwähnen, also wir sind heute wieder alle getestet und wir achten die 3G-Regel und Abstandsregel. Gleich geht's los mit Celine Eberhard. Celine ist 17 Jahre alt, sie spielt Bratsche in der Klasse von Lydia Bach. Sie wird von Polina Jakovleva begleitet und gleich lernen Sie sie kennen mit ihrem Porträt. Viel Spaß dabei! Guten Abend, liebes Publikum. Ich bin Celine Eberhard, bin 17 Jahre alt und spiele Bratsche. In meiner Freizeit fahre ich gerne Ski und Snowboard und klettere auch sehr gerne. Neben den sportlichen Sachen interessiere ich mich für Astrophysik und fotografiere gerne. Ich habe in Stuttgart an der Musikschule Unterricht und bin bei Lydia Bach. Da bin ich seit ich 8 bin. In München an der Hochschule bin ich bei Professor Roland Glassel seit dem letzten Semester, also seit Oktober letzten Jahres. Kammermusik ist mir besonders wichtig, weil es mir sehr viel Spaß macht, zusammen mit anderen Menschen Musik machen zu können. Heute Abend spiele ich von Johann Sebastian Bach aus der zweiten Solo-Suite in D-Moll das Prélude und die Courante. Anschließend spiele ich von Karl Maria von Weber Andante e Rondo Ungarese. Das durfte ich letzten November zusammen mit dem Jugendsinfonieorchester der Stuttgarter Musikschule aufführen. Heute spiele ich das mit Klavier, worauf ich mich sehr freue. Thank you.
Thank you.
Das war jetzt Celine Eberhardt. Sie hat von Johann Sebastian Bach das Prélude und die Courante aus der zweiten Suite von Johann Sebastian Bach und Andante und Ronda Ungarese von Karl Maria von Weber. Am Klavier war Paulina Jakovleva. Vielen Dank, liebe Celine, für diesen tollen Beitrag. Es war sehr, sehr, sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und was ich dich fragen wollte, es kommt immer wieder vor, dass Geiger, Violinisten, also mit Geige beginnen und irgendwann auf die Bratsche wechseln. Das ist ein üblicher Weg, sagen wir mal so. Und bei dir war es anders. Du hast direkt mit Bratsche angefangen, als kleines Mädchen. Wie ist dazu gekommen? Ja, genau. In meiner Grundschule gab es eine Kooperation mit der Musikschule, also mit der Stuttgarter Musikschule hier. Und da wurde eine Streicherklasse angeboten. Ich wollte da dann unbedingt auch mitspielen und dann hat mir die Bratsche von Anfang an am besten gefallen. Ist auch heute noch so. Und ja, genau. Sehr schön. Und jetzt kennst du die Bratsche seit Jahren. Und vielleicht gibt es jetzt was Besonderes, was dir an der Bratsche besonders gefällt im Vergleich zu den anderen Streichinstrumenten. Also mir gefallen sehr viele Sachen an der Bratsche. Zum einen gibt es natürlich diese schönen Tiefen, die man schön auskosten kann. Sonst kann man auch sehr lyrische Sachen spielen, aber auch virtuose Sachen kann man auch spielen. Das hat man ja am Ende von dem letzten Stück gerade auch gehört. Also man kann eigentlich alles Mögliche machen. Und ich habe aber auch im Bratschenquartett gespielt vor ein paar Jahren, oder immer noch eigentlich. Und da ist auch dieser Bratschenklang dann nochmal sehr stark vertreten. Vierfach. Das gefällt mir auch sehr gut. Sehr schön. Also Celine, ich muss sagen, kenne dich seit Jahren jetzt hier in der Musikschule und es ist sehr schön zu sehen, wie du dich entwickelt hast. Wir wünschen alle dir weiterhin viel Erfolg und freuen uns darauf, demnächst bald wieder von dir zu hören. Vielen Dank. Sehr gerne. Weiter geht's mit Samuel Choi. Samuel ist Pianist, der ist 19 Jahre alt und er wird zuerst mit seinem Porträt sich vorstellen und dann von Debussy die drei Sätze aus der Suite pour le piano spielen. Viel Spaß mit seinem Porträt.
und ich bin 19 Jahre alt. Ich bin in Korea geboren und mit 8 Jahren nach Vietnam gezogen. Mit 14 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Dieses Bild ist von der Stadt, in der ich in Vietnam gewohnt habe. Dieses von meinem Heimatland Korea. Und das Bild ist von dem Schloss Neuschwanstein in Deutschland. Ich bin auch gläubig und dieser Bibelvers begleitet mich durchs Leben. In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meinen Freunden, spiele gerne Billard, Handyspiele und Bowling, gehe gerne ins Kino und spiele Klavier. Ich habe angefangen, Klavier zu spielen, als ich 5 Jahre alt war. Gerade bereite ich mich für die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule vor. Das Stück Pour le Piano von Debussy, welches ich heute spiele, werde ich auch bei der Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule spielen. Es besteht aus 3 Sätzen, Prélude, Sarabande und Toccata. Ich persönlich mag Sarabande am meisten, wegen der Klangfarbe und den einzigartigen Harmonien von Debussy. Ich hoffe, dass Sie genauso fasziniert von dem Stück sein werden wie ich. Viel Spaß beim Zuhören.
Das war Samuel Choi mit der Suite pour le Piano von Claude Debussy. Dir auch, Samuel, herzlichen Glückwunsch für dieses wunderbare Vortrag, für diesen Vortrag. Dankeschön. Ich weiß, du möchtest jetzt Musik studieren, du machst demnächst Aufnahmeprüfung und wirst ein Klavierstudium beginnen. Und der Pianistenberuf ist sozusagen sehr vielfältig, also das umfasst viele Tätigkeitsfelder. Hast du dir jetzt schon ein bisschen Gedanken gemacht, was würdest du am liebsten machen als Musiker beruflich? Oh, es ist ganz schwierig zu entscheiden. Ich will auch Dirigieren studieren zum Beispiel. Ich will aber auch Komposition studieren oder auch Repetition studieren. Also die drei interessieren mich. Ja. Das heißt, sind jetzt erstmal alle Wege offen, ja. Und du möchtest erstmal dich erkunden, was im Musikstudium alles möglich ist. Und was würde dich besonders interessieren, sagen wir mal so, beim Dirigieren? Was interessiert dich daran ganz besonders? Ja, also ich mache diesen Orchesterklang, diesen voller Klang, deshalb ich ganz gern auch Dirigieren studieren. Das versteht man auch, also das Klavier ist das Instrument, was am nächsten kommt, ja, zu diesem Orchesterklang. Mhm. Aber natürlich, also ein ganzes Orchester vor sich zu haben, ist was anderes. Ja. Sehr schön. Also wir wünschen auch dir erstmal bei der Aufnahmeprüfung alles Gute, toi toi toi, und auch in deiner Zukunft, dass alle deine Träume in Erfüllung gehen, und wir freuen uns auch bald wieder von dir zu hören. Dankeschön. Vielen Dank. Weiter geht's mit einem anderen Samuel. Jetzt ist Samuel Liebhäuser dran, er spielt Trompete. Samuel ist 18 Jahre alt und hat Unterricht bei Florian Schießler. Er wird am Klavier von Tini Chui begleitet, das ist seine Duopartnerin beim Jugendmusiziert. Also die treten jetzt nächstes Wochenende beim Landeswettbewerb auf. Tini hat Klavierunterricht bei unserem Kollegen Romuald Noll. Und jetzt freuen Sie sich auf Samuels Porträt. Mein Name ist Samuel Liebhäuser, ich bin 17 Jahre alt und spiele Trompete. Ich wohne in Stuttgart und mache dieses Jahr mein Abitur am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium. Seit 8 Jahren habe ich Trompetenunterricht bei Florian Schießler an der Musikschule in Stuttgart und besuche regelmäßig Meisterkurse. An meiner Schule bin ich im Orchester und in der Jazzband und leite die Junior Jazzband. An der Trompete gefällt mir sehr das Spiel im Orchester, und ich freue mich sehr, dass ich im Landesjugendorchester Baden-Württemberg und im Bundesjugendorchester mitspiele. Was mich außerdem sehr fasziniert, ist das Spielen im Ensemble, vor allem natürlich im reinen Blechsatz, also entweder mit ganz vielen Trompeten oder in einer großen Zehnerbesetzung mit Trompeten, Hörnern und Posaunen, Tuba. Vor allem gefällt mir natürlich der Klang der Trompete und die stilistische Bandbreite, also man kann wirklich jedes Genre, jede Zeit, man kann alles spielen, und es macht einfach einen Riesenspaß. Gleich werde ich für Sie von Georges Enescu die Legende spielen und von Galois Maubras die Sarabande Finale. Da wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.
Wie ist es für dich jetzt gleich nach dem Spiel noch interviewt zu werden? Also hast du noch Luft? Ja, es geht. Ein bisschen ist noch da. Ein bisschen ist noch da. Aber auch von uns Glückwunsch für diesen tollen Beitrag. Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht. Samuel, ich habe mitgekriegt in deinem Porträtsvideo, dass du die Jazz Big Band, nee, die Junior Big Band, Junior, ja, genau. Genau, im Ebelo leitest. Ja. Das finde ich ganz toll. Und wie ist dazu gekommen? Also das hat sich irgendwie so ergeben, dass wir, dass ich eben mit dem Lehrer, der das eigentlich immer gemacht hat, dass der gefragt hat, ob ich das nicht gerne übernehmen möchte, weil er auch viel zu tun hat und mir das auch zutraut. Natürlich macht das auch nicht ganz alleine, also er schaut mir da auch schaut ein bisschen zu, was ich mache. Ja. Und das ist jetzt schon, glaube ich, seit 3-4 Jahren mache ich das da, genau. Ach so, okay. Und, ja, genau, und dann auch irgendwie Stücke arrangieren für die Kleinen. Und machst genau. du das auch? Genau, das mache ich. Also nicht alle, das schaffe ich zeitlich leider nicht, aber so. Ja. Weil es ist eine ganz bunte Besetzung. Oder? Ja, genau. Wir schauen natürlich, dass es ungefähr Leute sind, die auch in der Big Band dann später spielen können, aber ja. Es kann auch schon sein, dass da eine Geige mal dabei ist, was ja auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Genau. Aber, genau. Und wie ist es für dich dann, als du bist ja noch Schüler, mit anderen Schülern, die jünger sind als du, jetzt mit denen musikalisch praktisch auf professioneller Ebene zu arbeiten? Ja, also es macht viel Spaß natürlich. Die sind natürlich auch viel kleiner und haben natürlich noch nicht so viel Ahnung. Und manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, weil man natürlich auch nicht so viel Autorität hat vielleicht wie ein Lehrer. Und so 7. Klasse ist dann, ja, manchmal. 7. Klasse ist das. Also ungefähr so. Ungefähr, 5. Ja. bis 8. glaube ich. Manchmal ist es dann ein bisschen schwer, sich auch durchzusetzen, aber das funktioniert schon und es macht auch riesen Spaß. Du siehst wahrscheinlich dann auch den Lehrerberuf mit anderen Augen, nachdem du dann auch auf diese... Ja, das merkt man wirklich, ja, wenn dann auch Leute immer zu spät kommen oder so. Das merkt man dann schon, dass es für Lehrer auch anstrengend sein kann. Aber dass es trotzdem viel Spaß macht, ja. Freuen wir uns. Ja. Und wir wünschen dir und Tini viel Erfolg beim Landeswettbewerb nächste Woche. Ja. Das klingt schon sehr, sehr gut. Wir drücken die Daumen, dass alles geht nach euren Wünschen. Dankeschön. Und freuen wir uns auch, bald wieder von dir zu hören. Toi, toi, toi beim Abitur demnächst. Und danke. Viel Erfolg. Dankeschön. Liebes Publikum, das war das 2. Konzert der Reihe Stufo Porträts. Ich hoffe, das hat Ihnen gut gefallen. Ich möchte an dieser Stelle, bevor ich mich verabschiede, mich bedanken bei unserem Team, das jetzt hier hinter den Kameras dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt streamen konnten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Kollegen Kurt Eisfeld und Juan Barmon. Kurt ist Klavierlehrer bei uns und Juan ist Schlagzeuglehrer. Und nebenbei, sagen wir mal so, sorgen sie dafür, dass wir auch von der Stuttgarter Musikschule live streamen können. Vielen Dank an euch. Und an meine Kollegin Jasmin Bachmann, die mit mir zusammen für die Konzeption und für die künstlerische Leitung dieser Reihe verantwortlich ist. Vielen Dank, liebe Jasmin. Das macht viel Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Und wenn das Konzert Ihnen wieder Spaß gemacht hat, laden wir herzlich ein. Das 3. Konzert der Reihe, das wird am 25. Mai stattfinden. Da erwarten Sie wieder spannende Programme und Videoporträts. Und Sie können gespannt sein, was dann dran sein wird. Das war's. Wir wünschen einen schönen Abend und freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön.